Hello Friends, Michael Buchinger hier. Viele Leute haben mich darauf hingewiesen, dass meine Hassliste diesen Monat ein Jahr alt wird und haben gefragt, ob ich nicht ein Best-of-Hasslisten-Ein-Jahr-Jubiläum-Spezial machen will. Aber ratet was? Ich hasse Best-ofs! Punkt 1 der Dinge, die ich im Juni gehasst habe, eine Frage Menschen. Das sind so Leute, das machen so viele Leute, bevor sie mir eine Frage stellen, sagen sie eine Frage. Und ich verstehe, warum sie das tun. Ich meine, ich bin nicht schwer vom Begriff, ich bin ein halbwegs intelligenter Mensch. Es wird sich schon aus dem Zusammenhang ergeben, dass es sich um eine Frage handelt, keine Sorge. Zeit ist Geld und eine Frage Menschen sind geldhassende Hippies, die stattdessen mit Umarmungen und warmen Worten bezahlen möchten. Nicht mit mir! Und vor allem, wenn sie schon sagen, eine Frage, dann sollten sie das auch wirklich durchziehen und vor jedem Aussagesatz sagen, ein Aussagesatz und vor jedem Zwischenruf sagen, ein Zwischenruf. Wow, jeder wird mit ihnen befreundet sein wollen. Nächster Punkt, Leute, die am Ende des Satzes oder sagen, auch wenn sie gar nicht oder meinen. Ich muss vielleicht erklären, ich hasse nicht diese Leute an sich, sondern ich hasse einfach die merkwürdige soziale Situation, in die ich dadurch komme, weil es gibt so Leute aus einem gewissen Bereich dieser Welt, die so Dinge sagen wie, heute Mittag habe ich eine Torte gegessen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, gut möglich. Rufen wir doch bei der Konditorei an und finden es heraus. Und bis ich dann draufgekommen bin, er meint ja das gar nicht als Frage, das war einfach ein Aussagesatz. Und dann denke ich mir, wieder aus einer linguistischen Perspektive, wieso sagst du dann oder? Und es erschwert doch einfach nur, was tragt das bei? Weil wenn mir gegenüber jemand am Ende eines Satzes oder sagt, dann wird das zu einer Frage, ja? Und dann will ich diese Frage beantworten. Ja, jetzt gehe ich dann nach Hause, oder? Ja, wenn du Lust hast, das ist deine Welt. Die Welt ist deine Auster. Du kannst tun, was du willst. Sag ich dann, ja. Und dann schauen wir alle so an und so, Michael, saufst du? Und ich denke mir, wieso bin ich dann der Komische? Er ist doch der Typ, der ständig oder so. Ich bin ohnehin schon nicht der sozialste Mensch, ja. Und dann rede ich mal mit jemandem und dann ist es so ein Oder-Mensch. Wo alles eine Frage ist. Nein, danke. Nächster Punkt. Leute, die extrem langsam oder leise reden. Stellt euch einfach die Situation vor. Ihr seid auf einer Party, Leute sind schon gut drauf, schreien, tanzen. Jeder hat Spaß, die Leute erzählen schnell und zackig lustige Anekdoten. Und dann kommt einfach Lisa. Lisa, das kleine süße Mädchen, das einfach auf der Party ist und niemand weiß recht, wer es eingeladen hat oder mit wem sie jetzt irgendwie verwandt ist. Aber sie ist halt einfach da und sie ist ein Mauerblümchen und man will irgendwie, dass sie etwas von sich gibt, ja. Und Lisa hat einfach keine Ahnung, wie man eine Geschichte erzählt und sagt so, ja, ich war letztens auch, habe ich auch was Lustiges erlebt. Und dann bin ich und sie redet so leise, ja, sie kommt einfach nicht zum Punkt. Lisa weiß nicht, wie man Geschichten erzählt. Sie sollte so einen Kurs machen, so Geschichten erzählen für Anfänger, weil sie sitzen in so einem Kreis und jeder schaut sie an und wartet auf die Pointe. Aber die Pointe kommt nicht und denk mal, in der Zeit, wo du die Geschichte erzählst, hätte ich schon 3 Spritzer trinken können. Lisa, Timing! Solche Leute sollten einfach keine Geschichten erzählen. Ich meine, stop, time out, Lisa, okay? Ist das funny story? Bin ich sicher, aber wir müssen jetzt, sonst wird es halt nichts mehr mit meinem Rausch. Nächster Punkt auf meiner Hassliste im Juni ist, wenn Leute denken, sie hätten recht und sie haben aber einfach nicht recht. Ihr einziger Beweis, den sie dafür haben, dass sie recht haben, ist, dass sie Experten sind. Ich muss sehr lange mit einem Typen unterhalten, weil wir haben darüber geredet. Manchmal, wenn man Rettungswegen sieht, dann steht doch auf der Motorhaube so in Spiegelschrift Ambulance oder Rettung oder irgend sowas. Und ich habe dann die Behauptung aufgestellt, weil es logisch klingt, dass das ist deswegen, dass wenn man in den Rückspiegel schaut, damit man selbst im Rückspiegel lesen kann, okay, das ist die Rettung. Das macht doch Sinn, oder? Es macht sehr viel Sinn. Und dieser Typ hat dann gesagt, nein, nein, Michael, du hast nicht recht, ich bin Experte. Ich habe nämlich mal beim Film gearbeitet, ja, und der Grund, warum das so ist, ist, es ist nur eine optische Täuschung, die wir im Fernsehen sehen. So wie wenn sich Räder schnell bewegen, dann sieht es so aus, als würden sie sich rückwärts drehen, ja. Und deswegen steht dann auch dort verkehrt Rettung, weil es ist eine optische Täuschung. Und ich habe gesagt, hörst du überhaupt, was du gerade von dir gibst? Ich meine, in was für einer Welt macht das Sinn? Diese Aussage ist so idiotisch und wahrscheinlich der Grund, warum du nicht mehr beim Film arbeitest, okay? Nur so nebenbei bemerkt, meine Meinung. Das, was mir am meisten stört, ist, dass er mich einfach so hingestellt hat, als wäre ich der Idiot, der einfach betrunken Nonsens brabbelt und irgendwie behauptet, oh, das ist, damit man es im Rückspiegel lesen kann. Oh, Michael.
Meine Meinung ergibt doch mehr Sinn, oder? Oh. Letzter Punkt, ich hasse Baujahrmenschen und das sind diese Leute, die sagen, hä? Was bist denn du für ein Baujahr? Sie wollen halt wissen, wie alt ich bin, wann ich geboren wurde, ja? Und ich weiß dann nicht, ob ich es irgendwie süß oder sexy finden muss, dass sie mich mit einem Auto vergleichen. Ich sag dann meistens, hä? Bin Baujahr 92, ich habe einen riesig großen Hubraum und mein Ölstand müsste mal wieder gecheckt werden. Ich hasse es erstens, wenn sie das fragen und ich hasse es, wenn sie sagen, hey, bin Baujahr 92, weil es bedeutet, dass ich rechnen muss. Wenn jemand sagt, ich bin in 92 geboren, dann denken wir, okay, wie alt bist du? Entweder du 22 wahrscheinlich, vielleicht bist du auch erst 21 und das verwirrt mich so sehr. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass meine Hassliste Baujahr 13 ist und diesen Monat ein Jahr alt wird. Und daher möchte ich euch an dieser Stelle wirklich danken, dass das mit dieser Hassliste so gut hinhaut. Ich hätte nie geahnt, dass wir als Community so viel Hass in uns haben und dass ich ein Jahr später noch immer über genügend Dinge reden kann, die ich hasse. Ich bin sicher, ihr habt auch viel Hass in euch. Lasst ihn in den Kommentaren raus. Ich freue mich immer, euren Hass zu lesen. Es sind immer sehr witzige Dinge dabei. Hier oben ist der Abonnieren-Button, damit ihr keine weiteren Videos und Hasslisten verpasst. Und hier habe ich eine Hass-Playlist für euch, wo ihr das ganze vergangene Hassjahr-Revue passieren lassen könnt. Wow, super, so viel Spaß. Okay, ich danke euch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!